Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich möchte euch heute die Frage beantworten, die sich bestimmt schon einige gestellt haben. Warum ist es hier so ruhig in letzter Zeit? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir selbst auch schon häufiger gestellt habe. Warum kommen kaum noch Videos gerade? Letztendlich liegt es tatsächlich einfach an mir und meinem unorganisierten Alltag. Einige haben von euch mitbekommen, dass ich letzten Sommer meine Ausbildung gestartet habe. Das heißt, ich bin witzigerweise immer noch so ein bisschen in der Alltagsfindung mit dieser Ausbildung. Habe sie zwischenzeitlich schon mal gefunden, verbringe jetzt allerdings zusätzlich noch wieder mehr Zeit im Stall und mache einfach auch viel mit Freunden, was eben persönlich für mich auch einfach alles sehr wichtig ist. Und da kommt das Video aufnehmen und das Video schneiden manchmal einfach ein bisschen zu kurz. Wobei das Video aufnehmen nicht mal unbedingt das Problem ist, sondern eigentlich eher das Video schneiden und das kreative Video aufnehmen. So Kleinigkeiten wie eine Buchrezension oder eben so kleinere Videos, die nicht viel Aufwand brauchen, sind gar nicht so dramatisch. Ich komme aber einfach im Moment nicht dazu, groß aufwendigere Sachen zu machen, die viel Planung brauchen, weil ich einfach zum einen eine 40-Stunden-Woche habe, zum anderen verbringe ich quasi jeden Tag im Stall. Und dann verbringe ich auch noch ziemlich viel Zeit mit Freunden oder versuche zumindest viel Zeit mit Freunden zu bringen, weil das einfach alles Dinge sind, die mir persönlich ganz gut tun. Und ja, es tut mir tatsächlich nicht so gut, dass der YouTube-Kanal hier dadurch ein bisschen zu leiden hat, aber ich denke mal, jeder von euch versteht es, dass einfach der Alltag gerade ein bisschen hier steht. Also ich bin momentan immer entweder übermüdet oder überarbeitet und das muss ich alles nochmal so ein bisschen ins Gleichgewicht bringen, denn beides ist irgendwie ungut. Also entweder habe ich es geschafft, noch ein Video zu schneiden, habe dann zu wenig Schlaf bekommen oder ich habe Schlaf bekommen, habe aber zu wenig an einem Video gearbeitet, das ist einfach so, oder habe allgemein zu viel gearbeitet. Ich habe allgemein tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass ich gerade zu viel auf einmal will, zu viel auf einmal mir vornehme und dabei kommt halt irgendwas einfach gerade zu kurz und ich versuche dann auch wieder so ein Gleichgewicht reinzubekommen. Ich habe tatsächlich demnächst auch erstmal Urlaub und will da auch ein bisschen mir wieder was vornehmen, beziehungsweise habe mir ein bisschen was vorgenommen. Und gerade habe ich noch gesagt, ich habe mir immer zu viel vorgenommen, also zu viele verschiedene Dinge. Ich möchte dann aber auf jeden Fall die Zeit mal wieder nutzen, dann habe ich einfach wieder einen gesamten Tag und dann versuche ich wieder einen Tagesablauf reinzukriegen. Es kommen nämlich auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch zwei Rezensionen. Und zwar zum einen eine Rezension, die mir sehr am Herzen liegt. Und das ist einmal von Mein Sommer auf dem Mond. Vor der Rezension habe ich sehr, 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 sehr Angst. Da will ich vorher auf dem Blog tatsächlich gucken, dass ich vorher was tippe, bevor ich die Videorezension dazu aufnehme. Und eine Rezension zu Arena von Holly Jennings. Es steht auch noch an. Das ist das Buch, das ich bereits im letzten Jahr begonnen habe, aber jetzt vor kurzem erst beendet habe. Die Rezension gibt es auch noch. Das habe ich also auf jeden Fall auf dem Zettel und Neuzugänge und Monatsrückblicke stehen auch noch dort auf dem Zettel. Wird auch alles kommen, keine Sorge, kommt natürlich. Ich will mich halt nur selbst nicht damit abstressen und mir eben die nötige Zeit für die Videos nehmen, damit sie eben auch entsprechend werden und nicht nur so dahingeklatscht. Das ist nämlich eben auch kacke. Außerdem, für diejenigen, die mich noch nicht auf Instagram verfolgen, da nehme ich mir momentan auch wieder etwas mehr vor. Ich möchte Instagram so ein bisschen bisschen regelmäßiger machen, ein bisschen besser machen, in Anführungsstrichen. Einfach mehr Instagram machen, weil ich einfach Instagram sehr, 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 sehr mag als soziales Netzwerk. Außerdem, also wer mir da noch nicht folgt, kann das gerne hier unten einfach mal draufklicken, beziehungsweise unten in der Infobox gibt es den Link dazu. Kann das gerne mal machen, da gibt es natürlich auch viele buchige Sachen. Und ich habe ja noch meinen zweiten Instagram-Account mit den Fellnasen, mit meinem Reitstallleben und meinem Baubauleben und so. Also meinem Leben als Hundemama und als Reiterin. Also beziehungsweise als angehende Parareiterin. Und da stecke ich natürlich momentan auch ziemlich viel Energie rein und das merke ich auch. Also es ist Energie, die ich da gerne reinstecke, aber die fehlt mir dann eben woanders auch. Und sowas aufzubauen hat eben auch irgendwo anders seine Defizite, also beziehungsweise ich merke einfach selber, dass ich Prioritäten setzen muss. So. Ja, da steht aber auch nochmal einiges an und im Endeffekt will ich auf jeden Fall wieder ein bisschen was verändern. So, aber groß hin, groß her, letztendlich will ich nichts versprechen, denn ich weiß, wenn ich jetzt großartig große Töne spucke, dann weiß ich, manchmal steckt da eh nicht so viel dahinter.
Es wird was dahinter stecken, gerade hier auf YouTube, aber für meinen Blog kann ich momentan einfach nicht sprechen, weil ich mir auch erstmal darüber klar werden muss, wie das jetzt mit den neuen Datenschutzrichtlinien aussieht und mit Anzeige, Nicht-Anzeige, Namensnennung, bla bliblub. Bei Instagram habe ich es relativ klar jetzt, da weiß ich, wie ich das einigermaßen machen muss für YouTube und kann ich es mir so ungefähr vorstellen, da muss ich mir noch ein bisschen reinfuchsen und für meinen Blog habe ich einfach gar keine Ahnung. Es haben jetzt tatsächlich auch mehrere Blogger ihren Blog offline gesetzt, weil sie mit diesem Gesetz noch nicht so ganz konform sind und weil Blogger, also die Plattform, auf der die Blogs laufen, also zumindest in meinem Fall, da wohl irgendwie nicht so ganz regelkonform arbeitet. Ich habe da ehrlich gesagt bisher nur. Das sind so die Worte, die ich so aufgeschnappt habe. Im Endeffekt muss ich mich damit nochmal auseinandersetzen und bis dahin steht sowieso alles in den Sternen. Ich denke, ich bleibe einfach bei YouTube, aber meinen Blog will ich auch nicht aufgeben. Aber naja, der Blog ist ja im Endeffekt schon nach hinten gerutscht, weil wie gesagt, irgendwo muss man Prioritäten setzen. Gut, das war so als kleine Info jetzt gedacht, woran es liegt, beziehungsweise warum im Moment so wenig kommt. Ich habe einfach unheimlich viel um die Ohren und ja, es ist teilweise meine eigene Schuld. Das haben mir jetzt schon mehrere Leute gesagt und ich habe es mittlerweile verstanden. Ich werde daran was ändern. Ich werde versuchen, irgendwie mir einen Tagesablauf reinzulegen und dann passt das alles schon irgendwie wieder. Und ja, ich hoffe, ihr seid gut in den Mai gerutscht und freue mich, dass ihr trotzdem noch so dabei bleibt. Und wir sehen uns in einem nächsten Video, beziehungsweise eventuell in einem Livestream. Bye bye!